Deine Söldner haben mich grundlos angegriffen. Ja, haben sie. My men had orders to warn off any intruders without unnecessary bloodshed. Every one of them knows I expect my commands follow to the fucking letter. And God's help the man that slips. Bellorians Miene verdüstert sich. Meine Männer hatten Befehl, den Eindringling zu verjagen, ohne unnötiges Blut vergießen. Jeder einzelne von ihnen weiß, dass ich bedingungslosen Befehlsgehorsam erwarte, sonst gnade ihnen Gott. No, I'd say you're here for the same reason as the rest of us. A powerful artifact, hidden within the keep. That's bait to tempt any beast. Na, ich würde sagen, du bist aus demselben Grund hier wie wir alle. Ein mächtiges Artefakt in einer Festung verborgen. Damit ködert man jedes Biest. But the artifact is ours. Whoever set their tongue to wagging about it, they did you a great wrong. Nobody comes into our camp and lives. I think that's about the end of it. You ready? I'll make it quick for you. Aber das Artefakt gehört uns. Ich weiß nicht, wer es ausgeplaudert hat, aber er hat ja damit keinen Gefallen getan. Wenn unser Lager kommt, der stirbt. Er winkt den Wachen zu. Das war's dann wohl. Bist du bereit? Ich mache es schnell. Moment, ich habe einige Fragen, bevor wir Suppose beginnen. There's no harm in that. I don't promise I'll answer. Valerian mustert dich einen Augenblick lang, dann zuckt er mit den Schultern. Was soll es schaden? Aber ich verspreche dir nicht, dass ich antworte. Er bedeutet dir, weiterzusprechen. Was weißt du über dieses Artefakt? Only that the phylactery is worth a fucking fortune. More than just your usual piece of Anguithan history, I mean. Nur, dass das Phylacterium ein verdammtes Vermögen wert ist. Mehr als gewöhnliche anguithanische Artefakte, meine ich. No idea what it does. Don't much care. Our employer wants it found. And delivering it's gonna see us paid enough coin to buy one of the republics. Keine Ahnung, wozu es dient, ist mir auch egal. Unser Arbeitgeber will es haben und die Belohnung würde reichen, um eine der Republiken zu kaufen. Wie läuft die Belagerung? After tactical advice? Was going well enough at first. But the moment we cracked open the outer wall, Consul Hot's pets started clawing their way out of the ruins. Suchst du taktischen Rat? Belagerung grunzt. Am Anfang lief es gut, aber kaum hatten wir die äußere Mauer durchbrochen, fingen Consul Hot's Schergen an, sich aus den Ruinen zu wühlen. Caught the first wave off guard and carved them to gobbets. We've pressed them back to the keep for the time being, but it's delayed our victory. Die erste Welle haben wir überrascht und in Stücke geschnitten. Wir haben sie vorerst zurück zur Festung gedrängt, aber das schiebt unseren Sieg auf. Once the reinforcements arrive, we will storm the keep in force. It's just a matter of time. Could prop your corpse up somewhere after. You could scare off the looters. Wenn die Verstärkung eintrifft, stürmen wir die Festung. Ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht stellen wir deine Leiche danach irgendwo zur Schau, um Plünderer abzuschrecken. Was waren das für Kreaturen? Dead men, walking and fighting like the living. They've armor thick enough to foul our arrows, and they can conjure spells to burn a man alive. Tote Männer, die gehen und kämpfen wie die Lebenden. Ihre Rüstung ist so dick, dass sie unsere Pfeile abwehrt, und sie können Zauber wirken, die einen Mann bei lebendigem Leib verbrennen lassen. Er blickt in die Richtung des nahegelegenen Hügels. At night you can see them on the bluff, like a line of torches, their eyes burning. They don't come down into our camp. They wait up there for us to come to them. Nachts sieht man sie auf der Klippe wie eine Reihe von Fackeln in ihren brennenden Augen. Valerian räuspert sich. Sie kommen nicht hinunter in unser Lager. Sie warten dort oben, bis wir zu ihnen kommen. Was ist mit Consulat? Good question. No one's got a clear sense of that. We haven't seen him on the field of battle. Gute Frage, niemand weiß es so genau. Wir haben ihn auf dem Schlachtfeld nicht gesehen. The old fuck may have gotten himself eaten by the dead men. He could be controlling them. Or the first volley of stones left him crushed under his own keep. Vielleicht wurde der alte Pisser von den toten Männern gefressen. Er könnte sie kontrollieren. Oder die erste Steinsalve hat ihn unter seiner eigenen Festung begraben. Won't know until we get in there and see for ourselves. Valerian zog mit den Schultern. Wir wissen es erst, wenn wir hineingehen und es mit eigenen Augen sehen. Für wen arbeitet ihr? Someone without much love for Consul Hot, huh? Let's just say they have a lot of coin to throw around and high standards. Thing is, discretion's included in the service. Valerian lacht leise. Du hast wohl nicht viel für Consul Hot übrig, was? Sagen wir einfach, dass unser Auftraggeber viel Kleingeld und hohe Standards hat. Und er legt Wert auf Diskretion. You'll just have to make do with me. Du musst wohl mit mir Vorliebe nehmen. Wir müssen keine Feinde sein, ich kann euch helfen. You slaughter my fucking men and then come begging after work? They'd have my guts for bowstrings if I took you on. And I deserve it. You came ready to kill. Don't lose your nerve now. Du metzelst meine Männer nieder und bettelst dann um Arbeit. Sie würden aus meinen Eingeweiden Bogensehnen machen, wenn ich dich aufnehme. Und zwar mit Recht.
Du bist gekommen, um zu töten. Verlier jetzt nicht die Nerven. Dann bin ich I'll bereit. give Consulhart your regards. Brennen hebt seine Klinge zu einem schnellen Gruß. Ich grüße Konzelhaut von dir. So, was haben wir hier alles? Kanonier, Veteran, Berserker, Soldat, Kriegsmagier, Hexer. Okay, hier ist gerade heilloses Durcheinander. Was könnten wir machen? Was könnten wir machen? Sterben. Okay. Nee. Ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und gehe nach Stalwart weiter. Also ich gehe nach Ketnua, um das Medium zu empfangen. Raste. Und dann ziehen wir an Crackhold vorbei nach Stalwart. Das andere finde ich jetzt gerade nicht realistisch, weil Crackhold ist verdammt schwer. Hätte ich auch irgendwie erwarten können. Absolutely. Dass Crackhold eher sowas ist, was man auf dem Rückweg machen könnte. Last thing the deer would need is another foreign colony. So, gerastet haben wir. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und reden mit dem Medium. Mal sehen, was sie von mir will. Wenn sie Leichen ausbuddeln will, dann kann sie es vergessen. Wenn sie unten nach Ortnoa runter will, dann auf eigene Gefahr. Zustand der Burg, nichts Neues, okay. Yes. Fürstin Thalys, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ich bin Gaeda, ich forsche auf dem Gebiet der Besinnung. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen, wenn Sie bereit sind, mich anzuhören. Also gut, ich höre. Du rufst einen Verbündeten zusammen, bedeutet der Bittstellerin vorzutreten. Ich untersuche das Biawak-Problem, also Mächte, die Seen aus ihren Gefäßen entwurzeln können. Ich versuche, eine Verteidigung gegen diese Mächte zu entwickeln. Das Problem ist nur, um herauszufinden, wodurch Seen überhaupt entwurzelt werden, brauche ich nun ja Seen. Es ist mir nicht gelungen, Versuchsobjekte zu finden. Ich brauche Ihre Hilfe. Wir haben schon so viele Leute an diese Biawaks verloren. Stellen Sie sich vor, wir könnten verhindern, dass so etwas hier wieder geschieht. Ich würde mich dazu gerne kurz mit meinen Leuten beraten. Oh, natürlich, ich warte hier drüben.
Jeder tritt höflich einen Weg nicht zur Seite, wo sie euch nicht hören kann. Alof, du folgst Geda zu ihrem Laboratorium, vernichte ihre Forschungen, aber tu ihr selbst nichts. Nein, warum sollten wir das tun? Wenn sie was gegen Biavex tun will, ist das eigentlich eine ehrbare Sache. Nur sollte sie das nicht an Gestandenem machen. Ich habe ein ganzes Verlies voller Gefangener, bediene ich. Ich habe da einen Vitrak. Mehr habe ich da nicht. Vielleicht kannst du für diesen Versuch etwas anderes verwenden als Gestandene? Ich wäre bereit, es mit anderen Versuchsobjekten zu probieren, wenn sie einen Vorschlag haben. Im Esternwald gibt es Besessene. Kannst du nicht die verwenden? In ganz Erbhügel wimmelt es von Besessenen. Die Bürger von Trutzburg wären dir sicher dankbar, wenn du ihre Zahl ausdehnen würdest. Tiere funktionieren ebenso gut. Probier es bei Magans Gablung oder in der Schwarzaun. Bei näherer Überlegung lieber nicht. Nimm mal Erbhügel. Ja, aber die Arbeit mit Besessenen kann sehr gefährlich sein. ...2000 Kupferpannen. Heuer ein paar starke Männer an, das sollte helfen. Oh ja, danke. Ich werde das Geld sinnvoll einsetzen. Mit einem guten Druck können wir einige Versuchsobjekte versammeln. Prestigesteuerfestung hat sich um eins erhöht. Wir werden bald ein Gegenmittel haben. Yay. Greda heuert eine kleine Gruppe von Söldnern an, um ihr zu helfen, Besessene zu finden, an denen sie Experimente durchführen kann. I'm here. Gut, dann verlassen wir jetzt Kitnua und es geht weiter nach Stalwart. I must say, I'm impressed. Also, die Weißmark. Stalwart. Deine Gruppe gilt für die Weißmark-Inhalte als erfahren. Wenn du möchtest, kannst du die Schwierigkeit der Hauptquest erhöht. Kann die Schwierigkeit der Hauptquest erhöht werden, um dich stärker zu fordern. Die Belohnungen, die du erhältst, bleiben gleich, egal welche Option du wählst. Du kannst deine Wahl später nicht mehr ändern. Ich bleib bei Standard. Also ja, wir sind etwas High Level. Aber ich möchte jetzt nicht den Schwierigkeitsgrad noch mehr erhöhen. Ich denke mal, das gibt sich mit der Zeit. You set out for Stalwart. The White March rises up in the distance, stretching to the north and south as far as the eye can see. It beckons to you with peaks like broken fingers. The road thins to a tattered ribbon, and the shadow of the mountains falls across your path. You've barely begun your climb when the darkening sky pummels you with hailstones and turns the ground beneath you to ice. You press on. The air grows thin, and the treacherous mountain passes funnel screeching winds past your ears. A blizzard forces you to make camp for 3 days, huddling for safety while snow piles around your refuge. At last the weather clears, and you approach Stalwart under a crisp blue sky. There's a noise, high and sharp, coming from the village that sounds at first like another frozen gale. But when you top the rise and reach the village's wooden gates, you see what lies beyond them. Okay, was erwartet uns in Stalwart? It's Darthir! With a whole pack of them! We can take these bastards! Okay, Felsoger.
Jeder hat genügend Versuchspersonen gefunden. Okay, und Gefolgsmann Zeittag. Ja,